Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren True Crime. Es ist der 10. August 1990. Eine heiße Sommernacht in Dixon, Texas. Die 8-jährige Jennifer hat große Angst vor der Dunkelheit. Also beschloss sie, in das Bett ihrer Mutter zu huschen. Ihre Mutter aber hatte am nächsten Tag einen großen Arbeitstag. Also sagte Jennifer zu ihr, weil ich dich liebe, werde ich heute Nacht in meinem eigenen Bett schlafen. Als Jennifer ihre Mutter sie wecken will, ist sie nirgendswo zu sehen. Mitten in der Nacht ist jemand in das Zimmer von Jennifer hineingekommen und hat das kleine Mädchen entführt. Derjenige verschleppte sie, vergewaltigte sie und schnitt ihr die Kehle durch. Er durchtrennte dabei ihren Kehlkopf. Sie war nach dem Angriff weder in der Lage zu sprechen, noch sich zu bewegen. Am nächsten Tag sind Kinder dort in der Nähe, wo Jennifer das alles passierte. Sie fanden sie. Jennifer lag 14 Stunden auf einem Ameisenhügel. Sie wurde von den Ameisen am ganzen Körper gebissen. Obwohl sie nicht in der Lage war zu sprechen, tat sie im Krankenhaus alles, was in ihrer Macht stand, um den Mann, der ihr das angetan hat, zu identifizieren. Sie half bei der Erstellung eines Phantombilds, so gut sie konnte. Es war erstaunlich. Sie hat das so toll gemacht. Sie beschrieb das Aussehen von den Tätern und sogar das Auto, in dem sie entführt wurde, so haargenau, dass sie sogar die Delle beschrieb, die in der Tür des Autos war. Sie notierte seinen Vornamen und identifizierte seine Zigarettenmarke. Doch leider wird das Verbrechen erst 19 Jahre später aufgeklärt. Nun werde ich euch aber noch ein bisschen was über den Täter erzählen. Dennis Bradford. Es ist 1991, da lernt Dennis Bradford im Alter von 21 Jahren die 18-jährige Lisa kennen. Sie lernen sich in Hot Springs, Arkansas kennen und heiraten 6 Monate nach ihrem ersten Treffen. Sie hatten zusammen einen Sohn und eine Tochter. Doch letztendlich brachte seine Alkoholsucht die Ehe zum Scheitern. Es ist ein Aprilabend im Jahr 1996, als Dennis in einer Bar namens Gators Hot Springs, Arkansas ist. Dort fragt er eine Frau, ob er ihr einen Trink spendieren könne. Diese sagt nein. Er kam etwas später zurück und bat die Frau, mit ihm Billard zu spielen. Sie sagte daraufhin wieder nein. Nachdem einige Zeit vergangen war, bat er die Frau erneut, Billard zu spielen. Und dieses Mal sagte sie ja. Während des Spiels kaufte Bradford ihr ein paar Trinks. Er bot der Frau eine Mitfahrgelegenheit an. Sie ging mit ihm. Er nahm den langen Weg. Bradford bog in einer Nebenstraße ein, stoppte das Auto, griff sie an, würgte sie und schlug sie. Sie verlor das Bewusstsein. Er zerrte sie aus dem Auto. Als sie aufwachte, war sie nackt, ihre Kleidung lag verstreut auf einem Feld und Bradford sagte ihr, sie solle sich nicht bewegen. Er rannte zu seinem Auto und kam mit einem Messer zurück. Sie hatte das Messer an der Kehle. Nach der Aussage der Frau hätte Bradford sie vergewaltigt. 1996 wurde er wegen versuchten Mordes ersten Grades angeklagt. Die Staatsanwälte reduzierten die Anklage vor dem Prozess auf einen Anklagepunkt wegen Entführung und einen Anklagepunkt wegen Vergewaltigung. Das Geschworenengericht war sich wegen der Anklage der Vergewaltigung nicht einig. Doch Bradford wurde verurteilt wegen Entführung. Er wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und zur Abgabe einer DNA-Probe verurteilt. Bradford saß weniger als 3 Jahre im Gefängnis. Am 6. März 1997 kam er in die Haft der Strafvollzugsbehörde von Arkansas und am 4. Februar 2000 wurde er auf Bewährung freigelassen. Er zog nach North Little Rock. Am 8. November 2001 verhaftete die Polizei von North Little Rock Bradford und beschuldigte ihn des Fahrens im betrunkenen Zustand. Weniger als eine halbe Meile von seinem Haus am Okmulgee Court entfernt. Es ist das Jahr 2004.
Da heiratete er Elisabeth Weber und ließ sich in North Little Rock nieder. Elisabeth hatte 3 erwachsene Kinder. Eine Durchsuchung der Unterlagen der öffentlichen Behörde ergab, dass es vor Ablauf seiner Bewährung am 3. April 2008 keine weiteren Verhaftungen gab. Es ist der 10. September 2009. Da wurde Bradford und eine 19-jährige Frau von einem Sheriff aus Pulaski County allein in ein Auto in einer Sackgasse namens Calm Lane gefunden. Er sagte, dass er die Frau an einer Hess-Tankstelle abgeholt und sich bereit erklärt habe, $20 für Oralsex zu bezahlen. Das Büro des Sheriffs beschuldigte ihn, eine Prostituierte bevormundet zu haben. Seine Nachbarn sagten, dass die Anschuldigungen gegen ihn untypisch seien. Sie sagten, wenn man die Anschuldigung zusammenfasst, ergibt sich nicht das Bild des Mannes, der auf der anderen Straßenseite wohnte. Er war ein freundlicher Nachbar, sagten sie. Er hat mir beim Einzug geholfen, sagte ein Nachbar. So viel zu Bradford. Doch was ist mit Jennifer? Sie ist eine Heldin. Jennifer blieb über Jahre hinweg mit den Ermittlern in Kontakt, da sie wollte, dass der Fall gelöst wird. Das FBI diskutierte über den Fall, als ein Memo des FBI erhielt, in dem es um Fälle von Kindesentführung ging, die nicht bekannt waren und erneut auf DNA-Beweise untersucht werden konnten. Dabei war Jennifers Fall. Die Ermittler hatten vor 19 Jahren DNA-Spuren auf der Unterwäsche und dem Pyjama gesammelt, die nun erneut getestet wurden. Im Jahr 1990 war die Stichprobe nicht groß genug für aussagekräftige Ergebnisse, doch neue Techniken ermöglichen die Isolierung von DNA aus einer einzelnen menschlichen Zelle. Und der DNA-Test ergab eine Übereinstimmung. Dennis Bradford. Er war zu der Zeit 40 Jahre alt und Schweißer. Er lebte noch in North Little Rock, Arkansas. Als ihm die Beweise vorgelegt wurden, gestand er. Er gestand Jennifer im Jahr 1990 entführt, vergewaltigt und versucht zu haben, sie zu töten. Er war überrascht, dass sie überhaupt noch lebte, denn er war sich sicher, sie getötet zu haben. Er sagte, ich habe das kleine Mädchen aus ihrem Fenster gezogen. Sie flippte aus, sie weinte um ihre Mutter. Ich sagte ihr, dass alles gut werden würde. Ich habe das kleine Mädchen rausgeholt, sie vergewaltigt und die Kehle durchgeschnitten. Jennifer führte die Geschichte fort. Sie sagt, ich erinnere mich, wie er mich an den Knöcheln durch dieses Fell zog. Anscheinend hatte er mich bewusstlos gewürgt, hat mich vergewaltigt. Und dann hat er mir Ohr an Ohr die Kehle durchgeschnitten und mich auf diesem Fell zum Sterben zurückgelassen. Nackt auf einem Feuerameisennest liegend. Jennifer, ihr Kehlkopf war durchtrennt. Und als sie versuchte zu schreien, kam kein Ton heraus. Aufgrund dieses Traumas an ihrem Körper konnte sie weder sprechen noch sich bewegen. Doch sie hatte genug Kraft, ihre Hand auf ihren Hals zu legen. Sie drückte auf die klaffende Wunde, um die Blutung zu stoppen. Nach der Verhaftung, wegen der Vergewaltigung und des Mordversuches an Jennifer, es ist Mai 2010, als er sich in seiner Gefängniszelle erhängt. Jennifer hatte eine Stellungnahme, welche sie vor Gericht vorlesen wollte. Stattdessen las sie es über Bradfords Grab. Sie sagt, sie haben das falsche kleine, 45 Pfund schwere, 8-jährige Mädchen ausgewählt, um einen Mordversuch zu unternehmen. Denn 19 Jahre lang habe ich jeden Tag an dich gedacht und bei der Suche nach dir geholfen. Und jedes Jahr, das vergeht, hat mir mehr Kraft und Antrieb gegeben, bis ich ihnen endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen konnte. So, wie ich es heute bin. Jennifer wollte ihm zeigen, dass er nicht gewonnen hat und ihm zeigen, wie stark sie ist. Dass es egal ist, auf welche Hindernisse man stößt oder wie lange es dauert. Solange man stark und entschlossen ist, kann die Gerechtigkeit siegen. Jennifer nutzte ihre Geschichte,
Sie half anderen Überlebenden. Sie reiste durch das Land, um ihre Erfahrungen zu teilen. Sie spricht offen über das, was ihr widerfahren ist. Der Angriff auf Jennifer wirkte sich in mehr als einer Hinsicht auf sie aus. Aufgrund des Angriffs war sie unfruchtbar. Aber ein texanischer Arzt spendete ihr zweimal seine Dienste für die In-vitro-Behandlung. Jennifer ist seit Mai 2014 mit Jonathan Martinez verheiratet und sie leben in Texas. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Und damit sind wir am Ende von den True Crime über Jennifer Dredd, die es geschafft hat, wieder zu sprechen. Obwohl es gar keine Hoffnung gab, dass sie überhaupt Mutter werden kann, hat sie es geschafft und sie hat geholfen, den Täter, der ihr das angetan hat, der sie entführt hat, der sie töten wollte, zu finden. Sie hat nie aufgehört zu kämpfen und ich finde das so inspirierend. Wahnsinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf das Video einen Like da lasst und wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo da lässt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!